Scheiße. Yep, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, was mache ich eigentlich da? Wenn jemand keine Lust hat, bei schlechtem Wetter Skifahren zu gehen, dann bin ich das. Aber um besser zu werden, muss man manchmal einfach auch Dinge machen, auf die man keine Lust hat. Und deshalb habe ich mich trotzdem dazu entschieden, heute auf den Berg zu gehen. Es heißt ja immer, bad ideas make great stories, und ich verstehe auch wieso. Man hat halt null Bodensicht. Ich hab da zwei Dudes getroffen, die haben mir ein bisschen einen Tag versüßt. Grüß euch Gott zu einer neuen Folge von Improve Yourself. Wir haben in den letzten Wochen da in den Kitzbüheler Alpen leider extrem schlechtes Wetter gehabt. Also es ist sau warm geworden und es ist auch extrem grün geworden und alles. Heute ist das erste Mal wieder ein bisschen Schneefall. Es ist jetzt auch nicht cool zum Skifahren und so. Aber es geht heute einfach immer in der Episode darum, dass man manchmal auch Sachen da muss, die einen nicht so taugen, um besser zu werden. Weil wenn ich jemals irgendwas kennen will mit den Ski, dann wird es nichts nutzen, außer dass ich oft Skifahren gehen muss. Und jetzt ist halt einfach sich wieder mal ein Tagel Skifahren ausgegangen und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mit. Wird wahrscheinlich heute nicht die mördermäßige Episode, weil ich nicht wirklich eine Challenge geplant habe. Aber ja, wir schauen heute einfach mal, was der Tag so bringt und versuchen einfach mit schlechten Bedingungen umzugehen. Um das geht's heute. Let's go. Weil ich genau weiß, wie uncool Skifahren ist bei so schlechter Sicht, waren meine Erwartungen nicht wirklich hoch für den ersten Run. Das Wetter hat sich ständig leicht verändert und ich war so gut wie blind beim Anfahren. Ich glaube, die meisten von euch kennen eh das Gefühl von so einem richtigen Whiteout. Das Gute ist, wenn das Skigebiet nur auf Höhe vor der Baumgrenze liegt, dann hat man durch die Bäume gute Orientierungspunkte und ist nicht komplett verloren. Aber ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt habe ich echt relativ wenig Spaß gehabt und das Coolste an dem Ganzen sind im Nachhinein die Aufnahmen waren, die gar nicht so schlecht rausgekommen sind. Okay, kurze Lagebesprechung. Ich bin es echt nicht gewohnt, bei so einer Bedingungen zu fahren. Also wenn ich nichts sehe, dann sind erstens Nose-Butters extrem schwierig und Switch fahren ist sowieso saukrank. Also schaut euch das an. Ich meine, ich weiß nicht, ob man es auf der Cam sieht oder so. Aber eigentlich, man hat halt null Bodensicht. Ich glaube, bei der Abfahrt vorher hat man es ganz gut gesehen. Wahnsinn. Und es schneit ganz gut und so. Ich hoffe, die Linsen ist auch nicht zu dreckig. Gute Übung mal auf jeden Fall. Also eben, von den Skitagen habe ich eigentlich viel zu wenig, weil da geht es wirklich darum, dass man dann ein Gespür kriegt fürs Skifahren. Solltest du mal bei solchen Bedingungen unterwegs sein, dann kann ich dir nur folgende Dinge empfehlen. Fahr mit wenig Speed und nimm es nicht zu ernst. Probier ein bisschen Blödsinn zu machen und den Spaß in den Vordergrund zu stellen. Ich habe vor kurzem so einen Skitag mit ein paar Freunden gehabt, wo das Wetter auch ziemlich schlecht war. Und da haben wir uns einfach einen riesen Gaudi aus dem ganzen Skitag gemacht. Na, gell, das gibt's doch nicht. Naja, diesmal war ich halt allein unterwegs und da ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Soweit so gut, jetzt fahren wir mal zum Park kommen und schauen, was da los ist. Schauen, ob er überhaupt offen hat bei deinen Bedingungen und dann ein paar Kicker können wir schon springen, aber ich weiß nicht, wie es mit den Flips oder mit den ganzen Zeigen ausschaut. Mal schauen. Bis gleich. Im heutigen Video möchte ich eigentlich nur sagen, dass es einmal schlechte Tage gibt und dass man sich nicht von deren Tag beeinflussen lassen sollte. Sie gehören einfach dazu und oft lernt man aus so einem Tag um einiges mehr als von den guten Tagen. Überhaupt, wenn sich die Situation dann nur so ändert wie bei mir in dem Fall, wo es dann einen klaren Wetterumschwung gegeben hat. Ja, sicher ist es! Ja, der YouTuber!
Ja! Ja! Hallo, Socker! So, wir sind jetzt im Baku gekommen. Ich habe da zwei Dudes getroffen. Die zwei Dudes. Die haben ein bisschen einen Tag versüßt. Das Wetter ist auch noch schöner geworden. Jetzt trifft auf einmal alles zusammen und jetzt geht es in ein paar POVs rein. Mal schauen. Wo ich die zwei Jungs im Park getroffen habe und dann auch noch die Sonne rausgekommen ist, ist mit der Stimmung natürlich steil bergauf gegangen. Wir sind dann ein paar Runden durch den Park gefahren und an dem Punkt muss ich mich bei euch leider ein bisschen entschuldigen, dass ich da einen Tag nicht mehr so richtig moderiert habe. Let's do this. Send it. Danke. Oh, geil. Nice, danke. Traum. Puh. Aber oh, was für Wetter gerade, oder? Unglaublich. Es ist so geil, die Landungen sind so soft und alles. Ja. Yeah. Yeah. Ich habe einfach wieder mal die richtig gute Trainingsmöglichkeit nutzen müssen, ohne Kamera und ohne große Planung, um auch wirklich besser zu werden. Die Boys haben einige coole Tipps für die Rails gegeben und wir haben uns einfach gegenseitig gepusht und eine richtig geile Session gehabt. Zum Schluss ist dann sogar doch noch zu einer Challenge gekommen. Da ich ja schon einige Frontflips über die Kicker gemacht habe, ist eine neue Challenge noch ausgestanden, den Frontflip über den Knuckle zu machen. Und das habe ich auch noch nie gemacht. Der Clemi hat den ersten Versuch gemacht und hat mir dann ein bisschen angestochert und dann haben wir mir gedacht, das müsste halt schon funktionieren und nachher haben wir das einfach mal probiert. Drop! Da habe ich jetzt leider eben auch nur den Handyclip davon und eine POV-Aufnahme, weil es einfach schwierig war, in der Situation immer die Kamera parat zu haben. Aber das hat einfach den Grund, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass zu so einer Situation überhaupt gekommen wird. Ich habe den Skitag allein mit wenig Spaß und null Sicht gestartet. Aber dann habe ich ihn mit neuen Bekanntschaften, einem mega geilen Wetter und dann sogar noch einen neuen Skill beenden können. Ein Worst-Case-Szenario ist zu einem Best-Case-Szenario geworden und ich war mega happy nach dem Tag. Und genau deshalb sollte man auch mal beim schlechten Wetter Skifahren gehen. Okay Jungs und Mädels, das war's jetzt mit der heutigen Episode von Improve Yourself. Also ich bin halt wirklich ohne Mission in den Tag eingestartet und hab dann aber trotzdem einen neuen Schmäh gelernt. Der Frontflip, den was ich da beim Knuckle gemacht habe, das ist eigentlich so etwas, das habe ich noch nie gemacht. Also ich habe bis jetzt immer noch Frontflips über einen Kicker drüber gemacht, aber noch nie einfach so neben einem Kicker vorbei und dann da eine gemacht. So, von dem her war halt wieder ein First dabei und das war wieder ein Schritt nach vorne und ja. Ziemlich geil eigentlich, muss man sagen. Wie gesagt, ich habe heute keinen richtigen Plan gehabt. Ich habe einfach Skifahren gemessen und habe einfach auch wieder mal trainieren müssen, weil die letzten Tage einfach extrem viel zum Cutten waren. Nachher waren die Tage schlecht zum Skifahren und dann ist nicht so viel weitergegangen. Und jetzt habe ich einfach mal wieder ausgemessen und dann habe ich eben... Habe ich dir, ciao! Dann habe ich eben die zwei Dudes getroffen und nachher ist das eigentlich von einem von den miesesten Skitagen zu einem von den besten geworden. Und ja, ich habe jetzt einfach währenddessen nicht so viel Zeit gehabt, euch da immer so mitzunehmen und zu verzögern. Hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne ein Like da, kommentiert drunter, ob euch so natürliche Folgen, die was nicht so perfekt geskriptet sind, taugen oder eher weniger. Und ja, abonnieren nicht vergessen und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder bei einer neuen Episode. Bis bald und habe dir. Ciao.